Guten Morgen, wir haben heute Dienstag, den 20. Oktober und es wird Zeit, dass wir mal wieder auf US-Dollar, kanadischer Dollar schauen. Heute weiter auf der Uhr britisches Pfund, japanisches Yen und aus den hinteren Reihen Euro, Singapur-Dollar. Interessant von der Verordnung her, schönes Level, könnte man sich gerne mal anschauen und genau das machen wir gleich hier live in der Sendung. Dazu sehr, sehr gerne auch den ein oder anderen Wunschmarkt. Und ich sehe schon, Facebook läuft, Zoom, auch klasse. Danke für die Rückmeldungen an dieser Stelle. Jo, gestern ging es auch bei den Indizes ganz schön ordentlich zur Sache. Corona wirkt. Wahlkampf in den USA, Trump, Biden am 22. Wenn ich richtig informiert bin, ist das nächste TV-Duell der beiden. Diesmal gibt es da sogar eine Stummschalttaste. Es <laughs> ist unglaublich. Aber die Leute machen sich halt so ihre Gedanken, wie man das Ganze auf ein richtiges Niveau bringen kann. Ich glaube zwar nicht, dass Donald Trump sich durch eine Stummtaste irgendwie ja, aus dem Geschehen rausnehmen lässt, aber gut. Wir werden sehen, es wird auf alle Fälle wieder ein spannendes Event und den Märkten, ja, den dürfte es nicht ganz egal sein, was an dieser Stelle dort entsprechend auch erzählt wird. Und die Buchmacher, die schreiben ja auch ihre Wetten. Wer gewinnt, noch ist Trump nicht aus dem Rennen. Wir haben es beim letzten Mal gesehen, da war der Rückstand auch da und dann hat er trotzdem die Wahl gewonnen. Also das Tauziehen wird noch gehen ein bisschen was bis Anfang November, wenn der Wahltag ist, der letzte Finale, ja, es wird ja nicht an einem Tag gewählt, sondern bis zu einem Tag in den USA, deswegen ist da ja, das Rennen noch lange nicht zu Ende. Wir schauen hier im Rennen um die Trades jetzt erst einmal auf den Risikohinweis, ich bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und als nächstes blicken wir dann auf die Nachrichtenlage hier an dieser Stelle. Wir sehen es hier heute. Wahnsinnig viele News gibt es nicht. Wir haben das Thema der Erzeugerpreisindizes bekommen hier. Ein hauchdünner Anstieg, ja. Plus 0,4 Prozent am Nachmittag dann in den USA. Da kommt das Thema Wohnungsbau, Hausbau wieder ran. Das heißt, wir sehen hier die Baugenehmigung, den Wohnungsbaubeginn und die allgemeine Beginne für Bauten im Monat September und dann heute Abend ein kleiner Blick ins Öl. Öl auch momentan wieder im Schwankungsfeld der aktuellen allgemeinen Marktstimmung. Das Ganze um 22.30 Uhr. Das war es dann heute schon mit den wichtigen Nachrichten. Zumindest die, die im großen Rahmen planbar sind. Bitte auch bei den eigenen Währungspaaren, die getradet werden, immer mal so ein bisschen die Nachrichten auf der Uhr haben. Da kommt manchmal die ein oder andere Meldung rein die durchaus Impact haben kann. Und damit gehen wir rüber zu den Charts hier, wie immer, das Ganze im Stereo Trader und hin und wieder mit dem MTON Live. Übrigens, wen das Ganze interessiert, wo man Informationen zu diesen Dingen bekommen kann, ich will es mal ganz kurz zeigen, ich ziehe es mal hinten rein, einfach auf die Website von Tickmill gehen. Ne? Tickmill.co.uk-de, das ist die Seite oder einfach mal in Google Tickmill eingeben, findet man sehr, sehr leicht ähm, und da können wir uns sehr, sehr schnell und einfach informieren über die Handelsinstrumente, die breit gefassten Forex-Märkte, Aktien, Indizes, Öl. Edelmetalle und Anleihen zu super Konditionen und auch wirklich sehr, sehr kompetitiven Spreads. Also tip top kann man sich alles anschauen und diejenigen, die sich sagen, Mensch, wie komme ich denn beispielsweise auch in die Webinare rein, einfach hier bei den Werkzeugen auf das Thema Webinare klicken und da stehen die ganzen Webinare entsprechend drin und da unter anderem auch die täglich neuen Handelsideen hier mit mir zusammen. Also, das passt soweit. Hier steht noch Michael Vogt und Mike Seidel drin. Ja, meistens mache ich das Ganze alleine. Den Michael hat ich an dieser Stelle auch schon zu Gast, das kurz dazu an dieser Stelle. Ju, das hätten wir und damit schauen wir rein in die entsprechenden Charts. Ich mache gleich noch mal das Bild groß hier im Video und wir starten mal durch mit dem Währungspaar US-Dollar kanadischer Dollar haben wir hier unten und wir blicken zuerst einmal ja, in das große gesamtbild was wir hier an dieser stelle haben und in diesem großen äh, gesamtbild sehen wir sozusagen ähm, jetzt ein, ein sag ich mal ein bild was wir hier ähm, durchaus als bärisch betrachten können warum Sehen wir ganz schnell, wenn wir das Ganze mal etwas zusammenraffen, sehen wir, seit dem Hoch hier drüben, das war gewesen im Mai diesen Jahres, findet der Markt einfach keinen Weg mehr nach oben. Er trendet nach unten, wir haben aneinandergereiht, steigen, er fallende Tiefs und fallende Hochs, das sehen wir. Sehr, sehr schön immer an diesen Marken und das Ganze ist natürlich jetzt weiter abwärts gerichtet und auch im aktuellen Kontext. Das heißt hier der letzte Bewegungsarm, also das, was hier nach unten reinläuft. Die hatten ja oben die Umkehr um die Marke von äh, 1,3380 hier oben in diesem Drehlevel, Verkaufslevel. Da ist der Markt ja aus der Korrektur wieder nach unten rumgedreht trendet nach unten. Da müssen wir jetzt wirklich ganz genau hinschauen, wie es weitergeht. Denn wir haben hier unten ein Support-Level um die 13125. Das sollte man aus kurzfristiger Sicht zumindest nicht komplett abschreiben. Warum nicht? Wir sind hier unten hier mehrfach raufgelaufen und dann haben wir den Weg nach oben gefunden. Und jetzt sind wir hier zum zweiten Mal raufgelaufen und haben wieder den Weg nach oben gefunden. Das heißt, wir haben zwar übergeordnet ein bärisches Bild, aber... Nochmal einen Rückschnapper zu bekommen, wäre hier ohne weiteres im denkbaren Bereich. Ja, und das muss man sich immer so ein bisschen auf der Uhr haben. Und wir haben es auch gesehen, gestern die schöne Umkehrkerze hier. Und heute läuft der Markt auch zögerlich nach oben. Das heißt, die Chancen nach oben sind durchaus da. Auch wenn das übergeordnete Bild natürlich deutlich abwärts gerichtet ist, sollte man das Ganze nicht aus den Augen lassen. Mit Blick nach unten, bevor wir uns mal die kleineren Zeiteinheiten anschauen, wird noch eines ganz klar. Fällt diese Unterstützung hier um die 1,31,25, dann sieht der Markt weiter im Fortgang nach unten aus und dann können wir uns an den tieferen Leveln orientieren. Das heißt hier Trendfortsetzung von diesem kleineren, rot markierten Trend hätten wir definitiv bei Kursen um unter. Der Marke von 1,3099. Das war das Low an dieser Kerze hier am 13.10. und danach haben wir den Weg offen. Hier unten rein. Schaut, da haben wir einen kleinen Zwischenkaufbereich auf dem Weg nach oben gehabt. Hier die 1,3045 und dann schon hier unten das Jahrestief um die 1,2994. Das sind die Marke, die wir unten auf der Seite liegen haben. Noch ist es da nicht so weit. Ja, das ist ein mittelfristiges Szenario. Auf der Oberseite im Falle des Rückschnappers das Ganze. Das Bild, das schauen wir uns jetzt an, nämlich im kleineren Verlauf. Warum der kleinere Verlauf? Das ist ganz schnell erklärt. Wir sehen hier schön die Schwünge entsprechend nach unten und wenn wir uns das ganze mal anschauen dann sehen wir auch gute anlaufmarker zur oberseite genauso wie zur unterseite hin und jetzt sehen wir halt momentan der markt strebt hier so leicht nach oben wir sehen es ja hier der kleinere trendverlauf nach unten den wir hier so nach unten schwingen haben der ist jetzt rausgenommen worden der markt will so stück für stück nach oben hier dieses level um die 1319 das war das zwischenhoch der drehbereich hier drüben der ist mittlerweile angelaufen worden da dreht dreht der Markt noch so ein bisschen rum, aber wenn der definitiv nach oben rausgenommen wird, dieses Level, also wenn wir hier über diese Hochs laufen, um die Marke von 132, dann haben wir gute Chancen weiter in die Oberrichtung reinzulaufen und dann können wir uns für den Rückschnapper hier an diesem Drehlevel, an diesem Verkauflevel um die Marke von 1,32,16,15,16 16 hier. Wir sehen, das ist wieder ein Schwungbereich, also auch da nicht auf die letzte Nachkommastelle festlegen. An diesem Bereich orientieren und danach, wenn es dort drüber geht, haben wir hier noch ein Zwischenhoch hier von diesem Abwärtsschub. Das ist die Marke von 1,32,38. Da liegt das Hoch da oben und dann haben wir schon das Spike-Hoch hier, als der Magma kurz gespiked ist und dann ab ging es nach unten. Die Marke von 1,32,59. Das sind die Marker, die wir hier Oben drinnen haben. Auf der Unterseite, worauf müssen wir da schauen? Ganz klar, eine Sache dürfen wir nie aus den Augen verlieren. Wir sind halt übergeordnet noch abwärts gerichtet. Und wenn dieser ganze Bereich, den wir hier haben, nach unten zusammenfällt, ja, das wäre dann auch ein Drehbereich hier im kleinsten zu sehen. Das wäre dieses Level hier unten, ungefähr die Marke von 1,31,8. Äh, Wartet auch da, ziehe ich mal ganz kurz was rein hier. Diese Marke, wenn dieses Level hier unten fällt, also dieser Bereich hier, ja, das wäre die Situation, dass wir dann doch deutlicher nach unten laufen und dann haben wir den Weg nach unten frei. Und die Anlaufpunkte, die wir dort dann nach unten hin liegen haben, die sind ganz einfach hier. Erst einmal mit Blick auf das, was wir unter Stunde sehen, fallen wir hier unter die 1,31,5. Dann ist der Weg nach unten hier in der Fortsetzung gestartet und die Anlaufpunkte, die wir dann in der Stunde sehen, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen zusammenraffen, wären zum einen dieser untergeordnete Drehbereich, ich weiß, das ist relativ nahe, ja, nur wenn wir von hier oben raus starten, bis da unten rein. Ist ja schon charmant für die Unterseite. Hier die Marke von 1.31.45, die hatten wir vorhin schon. Und dann sehen wir hier unten das Unterstützungsband. Und auch in diesem Unterstützungsband vor dem Tief hier unten bei 1.30.99 haben wir hier einen kleinen Kaufbereich. Die Marke um die 1.31.20. Die Marke, die wir hier sehen, im kleinen Bereich. Also, wir schauen hier einfach. Wie sich das Bild entwickelt und je nachdem, wie der eigene Trading-Horizont, der eigene Zeit-Einsatz ähm, ist, müssen wir das Ganze hier an dieser Stelle sehen. Kanadischer Dollar, also US-Dollar, Kan-Dollar. Wir machen weiter mit dem Währungspaar britischer Pfund, japanisches Yen. So, das auch hier der Blick ins Bild. Erst einmal ins große Bild und im großen Bild sehen wir hier. Äh, eine interessante Sache, ähm, wieder mal mit Bezug auf einen Kaufbereich. Wir sehen es hier, ich ziehe es mal kurz ein kleines Stück zusammen. Hier, die Marke von 1,35, 34, so ganz grob in etwa, ja. Ähm, das ist ein Schwungbereich. Und dieser Schwungbereich, der ist schon ein bisschen was älter. Der kommt schon aus der Kurshistorie raus. Wir sehen es, da hat der Markt schon sehr, sehr häufig Beachtung gegeben. Und auch diesmal, wir sind vor zwei Tagen in diesem Schub nach unten in dieses Level reingelaufen. Und drehen jetzt wieder hier zur Oberseite rauf. Und das ist ein interessantes Level. Interessant aus dem Grund, weil wir hier zunächst einen ersten, sag ich mal, Zwischenstopp bekommen haben. Wartet mal, ich lösche mal diese Bilder hier raus. Halt, alles wollte ich nicht löschen. Das war zu viel des Guten. So, da haben wir es. Ein paar Marker brauchen wir. Also. Worauf kommt es mir jetzt hier an dieser Stelle an? Wir sehen es hier in diesem Bild. Wir haben oben momentan das Zwischenhoch hier, das kleine, hat in diesem Drehbereich hier oben geendet. Also hier um die 137,80 in etwa. Und jetzt ist eine Sache relativ interessant, die wir hier im Auge behalten müssen. Und zwar ist das mal das untergeordnete Trendbild. Also ich zeige es mal ganz kurz an. Hier, das hier war der Abwärtstrend. Der ist ganz klar da. Dann hatten wir hier. Diese Aufwärtsbewegung hier an dieser Stelle. Und dann geht es hier jetzt wieder nach unten. Und das ist so dieses Gerangel, wo ich mir gerne die untergeordneten Zeiteinheiten anschaue. Das heißt, wir wechseln jetzt hier einfach mal in den Stundenchart rein, um uns das Gesamtbild mal anzuziehen. Das sehen wir nämlich hier. Das, was wir hier sehen, ist der Aufwärtstrend dieser ersten Aufwärtsbewegung. Als nächstes, was wir da sehen, ist dass dieser Aufwärtstrend gebrochen worden ist. Ne? Wir hatten hier sozusagen das letzte Zwischenhoch gehabt ähm, und hier unten war sozusagen das Stopp-Level. Also auch hier Bewegung, äh, hier entsteht Korrektur, hier schön die Bewegung. Und jetzt sind wir hier trendig runtergelaufen. Ich skizziere das einfach mal ganz kurz, damit wir es besser sehen können. Also hier, schaut mal hier, da ging es jetzt hier, erst einmal hier im kleineren nach unten und dann der starke Schub dorthin, hier hoch, hier runter. So, dann da hoch. Das heißt, was haben wir hier? Wir haben einen aktuell in der Stunde, einen aktiven Abwärtstrend. Oh, jetzt wollte ich das nicht löschen. Also nochmal, hier, das ist der aktive Abwärtstrend der Stunde. So, und dann haben wir auf der anderen Seite diesen Aufwärtstrend. Ich mache mal den letzten Schub hier rein. Das also, was ich hier sehe. Ja? Das hier unten drunter ist bewegungsarm, also im ganz kleinen Bereich. Jetzt haben wir hier den Trend nach unten laufen. Und das ist jetzt die interessante Geschichte bricht dieses Level hier unten komplett weg, ja? Dann haben wir aktuell hier einen Trend, der durchaus die Chancen hat, deutlich nach unten weiterzulaufen. Und das, was wir hier momentan sehen, nach dem Richtungswechsel hier, ist so eine Art, naja, Korrekturkanal, da so ein bisschen was nach oben läuft. Wenn der nach unten gebrochen wird, was haben wir dann? Ganz klar, relativ schnell wieder gesehen hier, wenn das nach unten läuft, haben wir weiter einen Abwärtstrend in diesen Abwärtstrend rein und das Ganze ist schon ein sehr, sehr bärisches Bild. Zumindest wenn man das auch mal in den Kontext zum Tag hier bringt, dass der Markt hier schon extrem nach unten gelaufen ist und das dann sozusagen die Ausweitung nach unten wäre. Und mit diesem, mit diesem kleinen Bild im Hinterkopf ähm, schauen wir uns das Ganze jetzt mal hier kurz noch auf Tagesbasis an. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, in der Stunde wieder nach oben zu drehen und dieses Level hier oben, um die 1,378 rauszunehmen, haben wir hier einen bärischen Markt und das, was wir dann hier an dieser Stelle sehen werden, wäre sozusagen, wartet mal, ich skizziere das mal kurz um, wenn es nach unten läuft, wäre dann genau das Szenario hier an dieser Stelle, dass wir hier dann einen Abwärtstrend bekommen. Ja? Das kann man so ein bisschen auf der Uhr haben und wir sehen es ja, wie stark Trendwechsel häufig wirken. Wenn die Linie hier unten fällt, ist der Weg nach unten frei. Und das Ganze wird sich jetzt relativ gut entscheiden oder kann man gut sehen, was die Stunde macht. Und die Stunde, das ist das, was ich gerade auch gezeigt habe, wenn die jetzt anfängt nach unten zu laufen, das wäre genau das Bild, was wir brauchen. Das wäre ganz klar die Umkehr aus diesem Bereich hier raus. Das heißt, ich skizziere es nochmal kurz ein, schaut mal hier nochmal die letzte Bewegung nach unten. Dann hier die Korrektur und wenn wir jetzt hier dann wieder einen Abwärtstrend bekommen, das ist dann genau das Zeichen. Da zeigen die Zeichen nach unten und die Anlaufmarke, die wir hier planen können auf der Unterseite des Charts, die sind auch schnell gefunden. Also wie schon gesagt, wenn es hier unter dieses Level geht, ganz grob die Marke von 136, ähm, 28 bis 30, das wäre das Level hier. Und dann haben wir die Anlaufmarke im Kleinen hier, 135, 85. Und dann schon hier unten dieses Zwischentief hier um die 135,4. Diese Marker, die sind interessant und gut mitplanbar hier mit Blick in das Währungspaar. Britisches Pfund japanisches yen und dann schauen wir jetzt auf euro singapur dollar also ein bisschen hinten raus und ich habe gerade auch gesehen wir bekommen sogar euro schwedische krone heute nachgefragt das freut mich wirklich sehr weil wir haben ja bei tigme hier wirklich sehr sehr viele währungspaare nicht nur den euro us dollar oder das cable äh, oder us dollar kann dollar sondern eine richtig große latte und da können wir eine schöne portfolio mischung machen das schauen wir uns gleich auch an euro austral dollar steht auch auf der uhr da gab es ja den ersten versuch nach oben äh, auszubrechen der ist mal deutlich in die die Hose gegangen. Dafür gibt es dann die Risikoabsicherung. Wir wissen ja nie, welche Chancen der Markt wirklich am Ende ausspielt, aber das schauen wir uns natürlich auch gleich an. Zunächst allerdings noch einmal der Blick in das Währungspaar Euro-Singapur-Dollar und da hatte ich ja vorhin schon angekündigt, wir stehen hier momentan in einem sehr, sehr, sehr interessanten Bereich, den wir hier drin liegen haben. Ganz grob hier sozusagen das Schwunglevel hier. Um die Marke von, naja, 1,59 bis 1,59,5 oben rein. Das ist mal so das Drehlevel, was wir hier haben. Und das ist jetzt der spannende Bereich. Nämlich, wenn wir da in diesem Level in etwa jetzt tatsächlich eine Umkehr bekommen sollten, haben wir gute Chancen zur Oberseite reinzulaufen. Ja, also, da muss ich gar nicht so extrem tief in die Details gehen. Wir sehen schön im größeren Stil hier den Markt nach oben laufen. Es schwingt nach oben. Wir haben hier steigende Hochs und steigende Tiefs bis hier oben rein gehabt in diesen Widerstandsbereich. Um die Marke von 1,62,8. Ich mache das mal ganz kurz rot. Das ist unser Widerstandslevel und von da an hat der Markt kein Halten mehr gefunden und ist erstmal nach unten gefallen. Nur das, was wir hier sehen, ist ja sozusagen nur die Korrektur der Woche. Ne? Schaut euch das mal an. Der Wochentrend ist definitiv aufwärts gerichtet und wir sind jetzt hier in eine ordentliche Korrektur reingelaufen, ins Ausbruchslevel rein. Ja? Und da sehen wir hier auf Wochenbasis diese Kerze steigt nach oben an und das ist das interessante, was ich so charmant finde für die Long-Seite, wenn wir das Bild jetzt rausnehmen können. Ich muss mal kurz schauen, ob wir hier ähm, ordentliche Anzeigen bekommen. Kurzen Augenblick, da mache ich mal das MTUN-Live-Signal mit rein. Da kann man auch an der Stelle gleich mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Wer übrigens Informationen dazu haben möchte, gerne mal auf mich zukommen. Ähm, ich äh, leite dann oder beziehungsweise ich gebe die Informationen dazu, wie man auch an dieses Paket kommt äh, und das Ganze entsprechend nutzen kann. Schaut, hier fängt der Markt an, nach unten zu trenden. Ne? Hier oben hat er sich oftmals den Kopf gestoßen. Hier an dieser Stelle, das war sozusagen die sogenannte, ja, man nennt oft Nackenlinie, auch wenn das natürlich keine Schulterkopf-Schulter-Formation hier ist ähm, ja, oder halt eine Schulterkopf-Schulter-Formation ohne Kopf. Ähm, hier haben wir das sozusagen dieses Level und die 1,61 war das große Verkaufslevel. Seitdem trendet der Markt hier nach unten und das können wir sehr, sehr schön sehen. Hier in diesem Bereich, wartet, ich mache das mal kurz ein bisschen dicker hier. Also hier geht es schon deutlich nach unten. Hier das Grüne ist. Das sind immer die untergeordneten Trendverläufe. Das wäre die Korrektur. Aber wir sehen hier fallende Hochs und fallende Tiefs. Das ist ganz klar das Level Abwärtstrend. Und das ist jetzt das Interessante. Hier nochmal kurz. Schaut mal diese Marke, die wir hier oben drinnen liegen haben. Also das kleine Zwischenhoch, dieser Drehbereich da oben. Das wäre jetzt interessant, die 160,35 rauszunehmen. Das wäre die spannende Geschichte. Wenn das tatsächlich kommt, wäre das eine schöne Umkehr. Dann bekommen wir auf Wochenbasis ein Long-Umkehrsignal und den Markt dann nach oben zu traden, das ist dann das, wo wir sehen können, wo warten denn die nächsten Kaufbereiche, das heißt, wer kommt nach uns und dann können wir uns wirklich sehr, sehr schön an diesen höheren ähm, oder an diesem aktuell höher gelegenen Zwischenhochs orientieren und da haben wir hier ganz klar die Marke um, hoppsala, die Marke von 1, wo haben wir es hier? 1,60, 78, 77, 78. Dann der große Verkaufsbereich hier bei 1,61, ähm, ja knapp 1. Und dann hier oben die 1,62, 47, 48. Da sind interessante Bereiche, interessante Anlaufmarker auf der Chartoberseite und die kann man durchaus mit zum Drehpunkt nutzen. Ansonsten ist wichtig, hier, wir sehen es schon, auch da muss man keine äh, konifere ich schon. Keine Koryphäe sein, Leute, wenn es hier unten drunter geht, an dieser Stelle. Das wäre natürlich jetzt das Level am Zwischentief wenn wir da drunter fallen, dann geht es weiter in die Korrektur der großen Woche hinein und dann haben wir auch hier ein paar Anlaufpunkte, also Kurse unter 1,58, 87 laden dann eher zur Unterseite ein, hier sehen wir, das ist auch ein Kaufbereich und da können wir uns orientieren, wenn man es ganz groß nehmen möchte, unten um die Marke von 1,55,8, 1,55,9 und wenn man die kleinen Zwischenbereiche noch mit anmarkern möchte, hier, da sehen wir, wo der Markt hier hochgelaufen ist, da kann man das Ganze durch die untergeordneten Bereiche auch noch machen und da haben hier einfach ein paar Zwischentiefs am liegen, die dann durchaus relevant sein können, zum Beispiel um die 1,58,18 und die 1, ähm, naja, knapp 57 hier in diesen Leveln. Das mit Blick auf Euro-Singapur-Dollar. Und damit machen wir mit den Wunschmärkten weiter. Und zwar haben wir jetzt Euro-Schwedische Krone. Gucken wir uns an. Euro-Schwedische Krone, ziehe ich gleich mal hier rein. So, Euro SEK, da ist er. Hier der Blick in den Tageschart. Oh, ich sehe gerade auch ein relativ interessantes Level. An dieser Stelle. Äh, bitte nicht wundern, warum jetzt die ganzen Marker hier oben drin liegen. Die haben jetzt natürlich nichts mit diesem Chart zu tun, sondern äh, im ähm, MetaTrader ist es so, dass die Linien immer in einem Chart gespeichert werden. Also die haben nichts mit dem Instrument zu tun, sondern einfach nur was mit dem Chart. Und wenn wir hier ähnliche Preismarken haben, dann liegen die Level entsprechend natürlich auch mit drinnen. So, jetzt schauen wir uns aber das Währungspaar hier, Euro, Schwedische Krone, an. Und das ist jetzt wirklich ähm, relativ interessant von der klassischen Verordnung her, wenn wir uns das mal kurz rüberziehen wollen. Das Level, was wir hier jetzt haben, wo wir reingelaufen sind, das ist ein, ein Drehbereich, wo der Markt von unten nach oben gelaufen ist. Das ist also momentan ein Supportband. Wo kommt das her? Wenn wir uns das Ganze mal auf der Woche anschauen, dann sehen wir relativ gut hier an dieser Stelle, der Markt ist hier abwärts gerichtet gewesen und ist jetzt entsprechend rumgedreht. So, Moment, ich mache es mal etwas dicker, damit man die Linien sehen kann. Hier schaut, Woche. Ganz klar abwärts. Und jetzt hat sich hier auf Tagesbasis ein Aufwärtstrend gebildet, ähm, der hier über dieses Wochenhoch hier drüben drüber gelaufen ist. Das heißt, dieses Level hier oben haben wir rausgenommen. Da. Und das ist jetzt sozusagen die Marke von 1. Naja, was haben wir hier im Hoch gehabt? Wir gucken mal kurz, wir machen es mal genau. Das Hoch war gewesen bei 1,59,55. Das war der wichtige Bereich. Also hier 1,59,55. Da sind wir drüber gelaufen. Und dieses Drüberlaufen hat zumindest erstmal kurzfristig gesagt, hey, Guys Mit dem Trend, der hier nach unten läuft, ist erstmal irgendwas nicht in Ordnung. Gut, dass die Tatsache dann gekommen ist, dass der Markt wieder komplett abverkauft worden ist, das gibt einen ziemlich bärischen Beigeschmack. Das heißt, das ist hier so das Thema Anlupfen und dann einfach wieder abverkaufen. Und wir sehen es auf Tagesbasis, hat sich daraus direkt wieder ein Abwärtstrend initiiert. Ja, der läuft hier schön nach unten. Aber die Verordnung momentan, wo wir sind, ist relativ interessant für eine mögliche Umkehr. Also hier dieses Supportband um die 1035. Lädt hier sozusagen ein, dass der Markt hoch möchte. Und das ist jetzt interessant für einen. Kurzfristigen Trade, also ich lege jetzt hier nicht die Hand dafür ins Feuer, dass der Markt langfristig nach oben umdreht. Dazu ist es noch zu früh. Aber kurzfristig könnte es durchaus interessant werden, aufgrund der Tatsache, dass wir hier, wenn wir uns diesen Abwärtstrend mal anschauen, das letzte Korrekturhoch erst hier oben liegen haben. Also hier in diesem Bereich, das ist das nächste Widerstandslevel. Und weil da so viel Platz ist, könnte sich durchaus das ein oder andere, ähm, sag ich mal, untergeordnete Trendchen bilden dass wir zur Oberseite mit reinnehmen können. Und das wäre dann halt dieses Level oben an den Hochs da oben um die 10,52 in etwa, ähm, die wir da durchaus auf der Uhr haben. Was ist Voraussetzung dafür? Wir sehen es hier an dieser Stelle. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir hier oben reinlaufen. Also wir müssen hier drüber laufen über, dieses, über, diesen, über diesen Marker. Dann haben wir die Chance hier, aus einem höheren Tief auch ein höheres Hoch zu machen und dann können wir oben reinlaufen. Wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen in den untergeordneten Zeitrahmen, ne, da sehen wir hier übergeordnet den Abwärtstrend und im Kleinstbereich hier an dieser Stelle, das skizziere ich mal eben ganz kurz, können wir die Drehrichtung sehen. Das heißt, hier schaut mal, das ist der Bewegungsarm, der hier trendig nach unten läuft. So. Und jetzt, was wir hier sehen, ist ganz einfach der erste Versuch nach oben zu gehen. Das heißt, hier an dieser Stelle haben wir bereits, den ersten Arm, der den Weg nach oben angelaufen hat, jetzt die Korrektur gehabt zu diesem Arm, also wieder in Richtung dieses Trends gelaufen. Und wenn wir es jetzt schaffen, nach oben rauszulaufen, das heißt hier über dieses Zwischenhoch drüber zu laufen, dann... Können wir davon ausgehen, dass dieser Bewegungsarm hier erstmal gebrochen wird und wir dann durchaus Korrekturchancen zur Oberseite hin haben? Und wenn wir diese Seite mal mit anlaufen wollen, ja, dann können wir wirklich sagen: Hier, wenn es über das Zwischenhoch hier drüber geht, das nächste Zwischenhoch, haben wir hier oben um die 1, knapp 45 liegen. Und dann ist der Weg relativ frei nach oben hin. Zunächst erstmal hier bis zu diesem Umkehrlevel, also hier drüben in diesem Bereich, als der Markt hier rumgedreht ist. Ja, da war ja hier erstmal leichter Support. Dann gab es den Rutsch nach oben, also die Marke von ungefähr ähm, 10,50 in etwa und dann hier das Zwischenhoch im Widerstand um die Marke von 10,52. Das ist die Oberseite, die Longseite. Die Shortseite müssen wir hier mit besprechen, wenn es unten drunter geht. Das heißt, wenn wir hier nur ein Hin und Herspringen bekommen und wir dann tatsächlich unten drunter brechen, das heißt unter äh, diese Tiefs wir gehen den Abwärtstrend fortsetzen, dann ist der Weg nach unten weiterhin da und dann haben wir aber auch da schon einen schönen planbaren Anlaufbereich. Nämlich dann können wir uns immer schön unten an diesen Zwischentiefs orientieren. Die wir hier im Trendverlauf auch drin haben. Und da haben wir durchaus auch drei, vier Marker da, die wir sehen. Hier in diesem Bereich grob skizziert hier die 1031.5, die 1028.5, die 1025.5 und hier unten die 10, 22, 6. Das ist die Unterseite. Und da wird sich jetzt entscheiden, wie es weitergeht aus dem Schwungbereich herauf. Oben drüber, kleiner Aufwärtstrend, die Chance nach oben als Rebound oder nach unten hin, das Ganze zu sehen weiter. Die Korrekturausdehnung. Das ist der Blick in Euro-Schwedische Krone. Apropos Blick hier, schaut es euch an. Euro-Nok haben wir miteinander besprochen. Jetzt aus dem ersten Ausbruch war eine Korrekturausdehnung und hier unten schaut euch das mal an, wie schön die Umkehr jetzt hier gekommen ist. Genau im Kauflevel aufgesetzt, dann nach oben gestrebt. Wenn wir jetzt hier den Schub nach oben bekommen, hier an dieser Stelle in dem Währungspaar Euro-Norwegische Krone, ist das das Long-Signal, was der Markt spielt? Das heißt, wir haben hier in diesem Bereich mittlerweile ein Schwunglevel. Bricht es nach oben rauf über die 11, dann wäre das das Long-Signal. Schiebt es aber den Markt wieder nach unten, dann wäre das der Abprall von diesem Widerstandslevel hier oben und dann geht es wieder Richtung dieser Supportlinie hier unten. Also auch hier. Drehbereich und hier sieht man manchmal, muss man halt einfach ein bisschen geduldig sein. Der erste Ausbruch wurde nicht bestätigt. Jetzt spielen wir hier den zweiten Lauf und damit blicken wir auf das ähm, nächste Wunschwährungspaar und zwar hier Euro-Austral. Das hatten wir vor kurzem ähm, in der Analyse auch aus dieser weiten, weiten Range. Wir hatten ja auch das Währungspaar ähm, Australdollar, US-Dollar auf der Uhr mit diesem großen Richtungswechsel, aber hier im Euro-Australdollar haben wir jetzt endlich den Ausbruch aus dieser. Ewig andauernden Seitwärtsrange. Das haben wir ja äh, schon das ein oder andere Mal besprochen. Von unten nach oben, von oben nach unten hat immer gut funktioniert. Diesmal ist es etwas anders gelaufen. Wir sind jetzt hier in einen schönen Bereich reingelaufen, wo wir tatsächlich mit ordentlich Dynamik auch über die Oberseite ausgebrochen sind und das Ganze natürlich <laughs> verbunden mit einem richtig schönen Aufwärtstrend. Schaut mal, der hat hier oben, äh, unten angefangen. Rein und dann ging es hier hoch und hier hat sich sogar untergeordnet jetzt noch ein Aufwärtstrend gebildet und sowas sind immer Bilder, da haben wir wirklich Chancen. Für dynamische Ausbrüche zur Oberseite hin. Jetzt ist der Markt auch schon ein ganzes Stück gelaufen, ja, an dieser Stelle. Übrigens hier auch so ein W-förmiges Muster unter so, einem, unter so einem Widerstandsbereich. Auch das sind alles, sage ich mal, Indikationen, dass der Markt sich für einen Schub nach oben vorbereiten kann. Und jetzt haben wir den Bruch hier und wenn wir uns das Ganze mal kurz noch auf der Stunde anschauen wollen, wir haben hier nicht mal mehr einen Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau bekommen, sondern hier nur ganz kurz einen kleinen Rückschnapper über zwei Stunden und dann zack, lief der Markt nach oben. Jetzt ist natürlich die Frage, wo können wir weiter hinlaufen? Da muss ich mal ein bisschen zusammenraffen. Wir haben hier schon ein paar schöne Anlauflevel liegen. Das ziehe ich mal ganz kurz hier mit den Feinen. Das heißt, von jetzt auf hier, schaut mal, das ist das erste Anlauflevel, wo wir ranlaufen können: die 1,67,7. Das wäre ein Zwischenhoch und dann können wir uns an den weiteren Zwischenhochs hier entsprechend orientieren. Das heißt, die nächsten Anlaufmarker auf der Oberseite sind mal hier nach der 1,67, die 1,69 und dann knapp die 1,72. Das ist das, was wir jetzt auf der Oberseite haben und das Ganze hier schön zu sehen aus dem Ausbruch zur Oberseite hin. Ju, hätten wir das, dann haben wir noch Euro, Neuseeland, Dollar als Frage. Die kommt natürlich auch. Kurzen Augenblick. Euro-Neuseeland-Dollar. Ta, 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 ta. Auch hier im kleinen Bereich mittlerweile schön den Markt nach oben trennten. Auch hier, wir hatten ja ein, ach, es war ein gigantischer Markt hier, nach oben gelaufen wie Bolle. Dann eine heftige Abwärtsbewegung, beziehungsweise eine Gegenbewegung des Ganzen. Wenn wir uns das mal kurz auf Wochenbasis anschauen wollen, da sehen wir das Ganze besser. Hier, schaut mal, das ist der Trend, der hier nach oben lief, im ganz, ganz großen Bereich. Also, was wir hier an dieser Stelle wirklich gut sehen können, mal das letzte hier. So. Hier gab es auch schon so einen Rücksetzer und dann fing der Markt hier an, sich nach oben zu entwickeln, hier in diesem Bereich rein. Und dann, zack, das ist, eine, das ist übrigens eine Hyperbole, die wir hier sehen. Und diese werden häufig sehr, sehr stark auch abverkauft. Das haben wir hier bei den Währungen auch gesehen. Das sind so diese extremen Übertreibungen, die wir hier sehen. Aber was wir mittlerweile sehr schön sehen, ist, dass der Markt doch dafür definitiv hoch will. Und wenn wir das ganze Bild mal kurz anschauen wollen, hier in diesem Bereich, schaut mal hier der Markt ist hier in einem ersten initialen Schub über dieses kleine Zwischenhoch hier gelaufen, also aus dem Abwärtstrend unten raus, das ist sehr sehr bärisch sehr bullisch zu sehen. So jetzt sind wir hier runtergelaufen, was wir jetzt im kleinstbereich sehen, ist der Markt trendet schon wieder Stück für Stück nach oben. Und das ist jetzt interessant, wenn wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis anschauen, sehen wir das nämlich hier. Schaut's mal, das war der erste initiale Schub nach oben, dann die Korrektur und hier fängt der Markt jetzt langsam an, sich nach oben zu schieben. Es ist sehr, sehr gediegen an dieser Stelle, ja, das ist ganz klar und ganz wichtig zu sehen. Wir haben hier in diesem Drehbereich natürlich jetzt erstmal noch einen Widerstand vor uns, da haben wir es gesehen. Vor ein paar Tagen sind wir hier schon mal ran gelaufen. da gab es den Abverkauf, jetzt testen wir uns wieder ran. Fliegt das Teil hier oben weg, dann haben wir wirklich gute Chancen oben rein zu laufen. Und zwar hier auf der Oberseite zunächst erstmal bis zu diesem kleinen Zwischenhoch um die 1,82,28 und danach, das wird dann wirklich interessant. Weil da wartet hier oben nochmal ein ziemliches Widerstandslevel. Also das, was wir hier oben haben, diesen Bereich zwischen 1, 82, 2 und 1,83.1, der ist nicht von schlechten Eltern. Ne? Wir sind oft dran gelaufen und immer wieder abverkauft worden. Und wenn es der Markt hier tatsächlich schafft, oben drüber wegzulaufen, dann ist der Weg nach oben erst einmal wieder ein ganzes Stückchen frei geworden. Und das müssen wir aber im Auge behalten, was der Markt dort oben macht. Und jetzt wird es nämlich spannend, wenn wir sowas ähnliches sehen, wie beispielsweise auch im Euro-Australdollar. Dass wir diese Bereiche plötzlich als nicht mehr als Widerstandszone sehen, sondern wirklich hier richtig Kaufdruck reinkommt, das wäre interessant und das wäre dann genau ein Beispiel, wo wir gute Chancen haben für eine Initialzündung zur Oberseite hin und dann ist hier einiges an Luft drinnen nach oben hin. Wie schon gesagt, das erste Mal acht bis 1,831. Das wäre mal der erste Bereich. Und wenn der wegkommt, dann ist nach oben viel Luft. Da müssen wir erstmal warten, was kommt. Aber die Chancen haben wir auf alle Fälle da. So, das wäre der Blick in Euro, Neuseeland, Dollar. Und dann gucken wir uns mal noch das, ich will jetzt nicht sagen, armselige Bild im DAX an, aber wir sehen schon, der DAX lässt schon heftig die Flügel wieder hängen. Ach Leute. Jetzt yes, ist yes. immer die ganzen Linien hier. Die brauchen wir ja zum Trading, ne? Aber wenn wir hier in der Sendung reinschauen hier äh, in das Bild, dann ist es natürlich immer wieder viel zu voll. Ich räume mal ganz kurz auf hier an dieser Stelle. Aber manche Marken brauchen wir halt, um die wieder anzuschauen. Aber warum ich sage, der Dax lässt hier ganz schön die Flügel hängen, ist einfach die Situation. Schauts, wir sind hier aus diesem Keil ausgebrochen. Ähm, das Support-Level hier unten um die 12.300-Punkte-Marke hält weiterhin auch Stand, ja. Aber so richtig Dynamik nach oben will momentan nicht aufkommen. Es wundert ja nicht, wir haben momentan wirklich wieder heftige Sachen mit dem Coronavirus laufen und die Wirtschaft in Deutschland kann dadurch nochmal weitere Verzögerungen auch erfahren. Ähm, das spielt der Markt momentan auch ein bisschen und das ist ziemlich stark, was wir hier an dieser Stelle sehen. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier der übergeordnete Zeitrahmen ist immer noch im grünen Bereich. Also, das ist alles da. Was wir aber wirklich nicht vergessen dürfen, ist, dass wir hier momentan extreme Volatilitäten haben. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, alleine die Tageskerze von gestern mal anzuschauen, erst hier, wir sind ordentlich nach oben gelaufen, wieder über die 13.000-Punkte-Marke. Und nur, um dann im Tagestief runterzulaufen, bis auf die Marke von 12.722. Also hier unten, das war das Tagestief von gestern. Wir haben extrem hohe Volatilitäten zurzeit wieder. Und das sieht man auch, wenn man sich den Stundentrend mal anschaut. Hier, wenn man das kurz etwas zusammenhaft. Wir sind hier weit weiterhin verortet in einem Abwärtstrend, ja, der ist ganz klar aktiv hier, also das kleine Abwärtsbild hier an dieser Stelle, das ist definitiv da, das hat sich aus dem Kleinen ins Große entwickelt und jetzt haben wir hier riesengroße Schwünge und wir sehen das halt jetzt hier, wir sind jetzt wieder im Bewegungsarm dieses übergeordneten Trends und solange wie der nicht zu Ende ist, ist ja der Weg nach unten weiter auch da. Das heißt, an dieser Stelle, wir müssen uns am Tagestief von gestern und an diesem kleinen Zwischenhoch da oben orientieren. Das heißt, kleinen Augenblick, das ist die Marke hier oben. Das wäre das Zwischenhoch. Und das ist jetzt das interessante Level, wo wir schauen müssen, wie geht es weiter. Laufen wir hier nach oben hin? Das heißt, wenn wir hier durchaus die Chance nutzen, um nach oben zu laufen, also wenn das Ganze gleich hier so aussieht, dass wir hier tatsächlich hoch wollen, dann haben wir erstmal eine Chance. Zumindest wieder hier in diese höheren Bereiche reinzulaufen, an dieses Zwischenhoch hier über der Marke von 13.038 ähm, Punkte, das Ganze mit anzulaufen. Aber momentan will der Markt halt einfach nicht so richtig Dynamik aufnehmen. Wir sehen es hier, geht es eher runter. Und wenn wir hier im kleinen Bereich dann wieder den Weg nach unten finden, also wenn das Ganze dann so ausschaut hier in dieser Art und Weise, dann ist es natürlich eher die Abwärtsrichtung. Und dann sehen wir hier das kleine Zwischentief. Wir haben dann hier noch ein Mini-Zwischentief. Also diese liegen sehr, sehr eng beieinander. Drehpunkt um die 12.700 Punkte Marke. Und wenn das Thema fällt, ja ganz klar, hier 12.600 Punkte. Sind dann durchaus wieder im planbaren Bereich für das kurzfristige. Das ist der Blick in den DAX. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen heute wieder. Wer mag, schaltet nachher in mein Wall Street Traders Lunch um 12.30 Uhr rein. Das Ganze mache ich immer über meinen privaten ähm, Profilbereich. Auch da schauen wir gerne nochmal auf die Indizes drauf. Dann im e Effekt eher auf die US-Dollar-Seite. Und ansonsten morgen früh wieder der Blick live in die Märkte im Forex, im Aktienbereich, also Aktienmarktbereich, die Indizes natürlich, Rohstoffe äh, und wer mag auch immer mal eine Anleihe. Der anleihe ist ja auch da, der ist nur für viele nicht so interessant, deswegen nehme ich den hier nicht so häufig rein. Aber auch das ist tradbar und durchaus interessant. Also danke auch heute wieder fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.